Guten Tag, heute werde ich euch zeigen, wie ihr den Kasus eines Substantives bestimmt. Also, in der deutschen Sprache gibt es vier Kasu: den Nominativ, den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ. Wenn ihr nun wissen wollt, in welchem Kasu euer Substantiv steht, müsst ihr es bloß anhand des Satzes erfragen. Zum Beispiel den Nominativ. Wenn ihr jetzt vermutet, dass euer Substantiv im Nominativ steht, müsst ihr bloß die Frage wer oder auch was stellen. Ein Beispielsatz: Franz lacht. Ihr vermutet, dass Franz im Nominativ steht, also stellt ihr die Frage, wer lacht? Die Antwort ist Franz. Somit haben wir bewiesen, dass Franz im Nominativ steht. Kommen wir jetzt zum Genitiv. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Substantiv im Genitiv steht, müsst ihr nur die Frage, wessen stellen. Ein Beispielsatz: Dort ist das Auto des Mannes. Also fragt ihr, dort ist wessen Auto? Wessen. Also, da die Antwort auf diese Frage, das Auto des Mannes ist dort, heißt, haben wir nachgewiesen, dass der Mann hier im Genitiv steht. Also, kommen wir jetzt zum Dativ. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Substantiv im Dativ steht, müsst ihr bloß die Frage wem stellen. Also, der Ball gehört Peter. Ihr vermutet, das Substantiv steht im Dativ, also fragt ihr, wem gehört der Ball? Die Antwort darauf ist Peter. Jetzt habt ihr herausgefunden, dass Peter im Dativ steht. Kommen wir jetzt als letztes zum Akkusativ. Ihr vermutet, euer Substantiv steht im Akkusativ, aber wisst es noch nicht genau. Also stellt ihr die Frage, wen oder was? Ein Beispielsatz: Ich habe Franz im Park gesehen. Ihr wollt wissen, was Franz für einen Kasus hat? Kein Problem, ihr fragt einfach, wen habe ich im Park gesehen? Die Antwort darauf ist Franz. Also habt ihr ganz einfach nachgewiesen, dass Franz im Akkusativ steht. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, herauszufinden, in welchem Kasus ein Substantiv eines Satzes steht. Danke fürs Zuschauen und schönen Tag noch.